Die hydraulisch variablen Ventiltriebe von Delphi sind seit 15 Jahren in allen Märkten vertreten. Durch die Phasenverstellung der Nockenwellen wird der Drehmomentbereich des Motors erweitert und so kann der Motor effizienter und gleichzeitig kraftvoller betrieben werden. Die Phasenverstellung ist mittlerweile Standard in den meisten Anwendungen. Es besteht aber weiteres Entwicklungspotenzial, um die mit dem Ladungswechsel verbundenen Verluste zu minimieren und dem Motor sozusagen das Atmen zu erleichtern. Eine dieser Möglichkeiten ist der zweistufige Ventilhebel, der das Ventil zwischen Voll- und Teilhub umschaltet. Beim Teilhub wird die Zylinderladung über den Öffnungsquerschnitt und die Öffnungsdauer des Ventils limitiert und der Motor muss nicht gegen den Unterdruck im Ansaugrohr arbeiten. Eine sehr interessante Variante der zweistufigen Verstellung ist die Zylinderabschaltung. Hier wird der Hebel zwischen Vollhub und Nullhub umgestellt, sodass der entsprechende Zylinder zeitweilig stillgelegt wird und sich der Kolben ohne Verbrennung auf und ab bewegt. Die verbleibenden aktiven Zylinder werden dadurch entsprechend bei höherer Last, das heißt einem besseren Wirkungsgrad und weniger Ladungswechselverlusten betrieben. Der heutige Stand ist eine Zylinderabschaltung in zwei Stufen zwischen Voll- und Teilmotor.